Ja, und ich möchte das hier noch gerne zuhaben. Nein, ist egal. Die Tür habe ich zugemacht. Dann kann ich schief gehen. Gehen wir einfach mal ein bisschen in die Tiefe, denn dort unten werden wir uns ja. Naja, Schutzbunker ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Umschreibung dafür. Schutzbunker ist eigentlich als Umschreibung gar nicht so schlecht. Ja, so ziemlich. Erstmal so ein bisschen was abbauen, anbauen, überbauen. Denn hier können wir jetzt einiges machen. Zum Beispiel ganz viel Cobblestone abbauen. Dadurch geht dann die Steinspitzhacke aus und da Chrissy keine nachgebaut hat. Arschkarte. Ja, das ist sehr voraussehbar bei mir. Ihr schaut euch die Videos an. Ich muss es nur spielen. Können wir zumindest gleich das Eisen einschmelzen lassen. Genau so viele Steinspitzhacken werden wir machen. Ersten Inventarslot 2, 3, 4. Du kommst da raus und du wirst geschmolzen. Gut, dann wieder runter. Ist ja nur so ein kleiner, ich sag mal, Keller. Wird er gut sein, wir werden da ein bisschen farmen können, natürlich. Genau, das eingeschmolzene Eisen bräuchte ich. Das formen wir zum Eimer, mit dem wir dann Wasser holen werden können tun. Wir gehen wieder runter. Da sind wir sicher. Ich hätte zwar nur Schafe, aber trotzdem. Ich sag auf alle Fälle so viel, es gibt wirklich vorteilhafte Sachen. Und zwar, wenn wir jetzt hier ein 4x4 Loch graben, dann seht ihr, was ich meine. Also bevor ich jetzt ewig rumtue, ich werde jetzt dann in der Nacht noch schauen, dass ich ein paar Spinnen kille. Und dadurch ein bisschen Stringer-Gatterei, weil das will ich euch wirklich ersparen, wie ich da irgendwie farme und sterbe und weiß Gott. Also bis gleich. So, ist gerade Tag geworden. Also, was ist gerade Tag geworden? Es wird immer noch Tag. Wir haben 10 Strings erfarmt und ja, die basteln wir jetzt gleich zurecht. Und zwar
Können wir jetzt? Hätten wir noch mehr Stäbe? Einiges Neues bauen. Naja, nichts direkt Neues mehr. Aber wir können es dann endlich verwenden. Und zwar, wenn wir so machen: Hier unten zwei Strings sind, dann kriegen wir eine Angel. Und den klassischen Bogen natürlich. Genau, mit den Dingern. Aber mit der Angel. Also jetzt wird es nämlich interessant. Man kann angeln. Noch interessanter wird es aber, wenn man weiß, wie man perfekt angeln kann. Wie man super genial angeln kann. Und zwar könnte das jetzt ein bisschen länger dauern. Aber wir nehmen jetzt erstmal einen Wasserblock. Hier. Gehen damit wieder in unsere Basis. Und schütten den. Dann wohlgemerkt, wenn wir irgendwann wieder oben sind. Ja. Ich krieg das mal jetzt gar nicht so schlecht. Man sieht sie von Fernem natürlich auch ganz gut. Hier in unserem Keller in dieses Loch geben wir das jetzt einfach mal. Und zwar hier hinten hin. Dann verfließt das so. Genau. Das ist allerdings nicht Ziel des Ganzen. Ziel des Ganzen ist was anderes. Und zwar, wenn wir jetzt dann auch noch unser Haus ein bisschen verschönern, weil wir das auch in der Nacht machen könnten und tagsüber lieber irgendwas farmen sollten. Zum Beispiel in der Höhle, wo wir vorher gesehen haben. Können wir Folgendes machen, und zwar Angeln geht ganz einfach. Ich weiß nicht, für unseren bekannten Angler, ihr braucht nicht mal einen Köder oder ähnliches, braucht alles nicht, werft einfach die Angel rein und zieht sie raus und plötzlich ist ein Fisch dran. Zumindest so ähnlich. Also von dem her hier ein Kurbeln geht, braucht man auch nicht, braucht man alles nicht. Keine spezifischen Taktiken. Nix. Einfach nur Stöckchen rein, Stöckchen raus. Und zwar so ein paar Sachen. Also als erstes schütten wir unser Wasser hier hin. Dadurch formt sich hier ein ewiger Sourceblock. Hier könnt ihr jetzt rausnehmen, habt ihr immer wieder Wasser. Muss ich ganz kurz. Stopp, 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 stopp. Ich habe das jetzt Ganze nur vergrößert, hab nicht gesehen, dass er nicht aufnimmt. Wieder mein Problem, ne? Naja, man kennt das. Ich habe das jetzt nur ein bisschen auf 9 auf 9 vergrößert. Gut. Und jetzt geht das Angeln ein wenig, ich denke mal, leichter, weil er dann nicht dauernd anstößt. Angeln sollte man also eigentlich nur am Meer, auf weiträumigen Flächen sozusagen. Weil so geht ja der Anker, der Anker. So funktioniert jetzt zwar. Und wenn man Langeweile hat, kann man das machen. Sie runterkommen. Angeln tut sich definitiv, also Wasser am Meer, das wisst ihr. Aber man kann auch auf diese Weise angeln. Ihr wisst jetzt, wie man einen ewigen Sourceblock macht. Da ist das ganz einfach. Sich so ein riesiges Meer zu zaubern. Als nächstes, ja, den Bogen kennt ihr. Was kann man mit den Fischen anstellen? Ja, also man kann den Fisch natürlich roh essen, wie auch das Schweinefleisch. Was man davon lieber roh frisst, ist natürlich fraglich. Man kann den natürlich auch braten. Der bringt dann auch ein bisschen mehr Leben. Als vorher, warum ist hier die Tür überhaupt auf? Warum ist es schon wieder Nacht? Ich weiß es nicht. Das sind Fragen über Fragen über Fragen.
Oh Gott, aber das glaube ich war's dann auch wieder soweit von diesem Minecraft-Let's Play. Ja, also wir hören jetzt wieder ganz auf. Ich wollte euch nur meine neuen Mods zeigen. Nein, das war's von dem Part. Morgen kommt zwar. Ja, morgen kommt das Detonationsgescheiße. Und, ja. Und bis dahin denke ich nicht, dass wir noch viel zu tun haben. Ich meine, wir können jetzt hier noch. Bisschen hier Fenster machen, können wir schon machen. Das ist eine gute Idee. Die müssen es dann so machen. Die Fenster hier wären. Ein, sonst kommt noch irgendein Viech. Genau, dann hier oben im Dach genau dasselbe Prinzip. Allerdings dann mit, ja, genauso viel Gläsern eigentlich. Der gebratene Fisch. Können wir noch ein bisschen Glas braten sozusagen. Ja, von hier kommt doch eh nichts rein. Man sieht schon, Schweine kommen hier zwar rein, aber sie verletzen sich schon sehr oft. Ja, ich werde das Haus noch ein bisschen verbessern, eventuell an irgendwelchen Ecken, aber im Großen und Ganzen war es das jetzt erstmal wieder. Man könnte auch eiskalt so noch eins tiefer graben, dass ich das gar nicht mehr am Boden verfangen könnte. Er ist noch einmal angeln. Also wenn man sich nicht so blöd anstellt, kann aus so Angeln wirklich eine Goldgrube werden. Man kann mit Angeln auch Schalter betätigen, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt. Das heißt, es sind komplett neue Mechanismen, Fallen und ähnliches offen für Neues sozusagen. Denn ja, dadurch könnte man TNT sprengen, fernzünden, ohne Redstone. Also gleich anfangs und naja, ich denke, das war's dann auch soweit. Ich bedanke mich, dass ihr beim neuen Minecraft dabei wart. Und es kommen wieder ein paar Parts, allerdings nicht ganz so viele wie beim alten. Bis zum nächsten Mal.